Zahnbra 1/4 Zeten sind eine haufige Option FA 1/4 R Menschen, die eine oder mehrere fehlende ZA-Nie haben. Sie sind eine feste Prothesenlassung, die dazu beiträgt, das Erscheinungsbild des Mundes zu verbessern und das Kauen und Sprechen zu erleichtern. In diesem Video werden wir A1/4BER alles sprechen, was Sie A1/4BER die Installation von Zahnbra 1/4 Zeten wissen A1/4 SN. Zuerst einmal ist es wichtig zu verstehen, was Zahnbra 1/4 Zeten sind und wie sie funktionieren. Zahnbra 1/4 Zeten bestehen aus K1/4 nästlichen ZA-Nienen, die an benachbarten ZA-Nienen befestigt sind. Diese benachbarten ZA-Ni werden als Kronen bezeichnet, die als Sta 1/4 Tzilla FA 1/4 R die Bra 1/4 CKI dienen. Die K1/4 nästlichen ZA-Ni werden dann an den Kronen befestigt, um den fehlenden Zahnraum zu A1/4 Berbra 1/4 Zeten. Der Installationsprozess von Zahnbra 1/4 Zeten beginnt mit einer GA1/4 endlichen Untersuchung und Planung durch Ihren Zahnarzt. Zuerst wird der Zahnarzt die benachbarten ZA-Ni untersuchen und bewerten, ob sie stark genug sind, um als Kronen zu dienen. Wenn die benachbarten ZA-Ni gesund sind und genug Struktur haben, um die Bra 1/4 CKI zu tragen, kann der Prozess fortgesetzt werden. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung der Kronen. Der Zahnarzt wird die benachbarten ZA-Ni beschleifen, um Platz FA 1/4 R die Kronen zu schaffen. Nachdem die Kronen vorbereitet sind, werden Abdra 1/4 CKI von den ZA-Nienen genommen, um eine individuelle Passform FA 1/4 R die Zahnbra 1/4 CKI zu gewährleisten. Diese Abdra 1/4 CKI werden dann an ein zahntechnisches Labor geschickt, wo die Zahnbra 1/4 CKI hergestellt wird. Während die Zahnbra 1/4 CKI im Labor hergestellt wird, wird der Zahnarzt Fora 1/4 bergende Kronen auf die benachbarten ZA-Ni setzen, um sie zu Sha 1/4 ziehen. Sobald die Zahnbra 1/4 CKI fertig ist, wird sie vom Labor an den Zahnarzt geschickt, der sie dann in einem weiteren Termin anbringt. Die Zahnbra 1/4 CKI wird an den Kronen befestigt und sorgfältig eingepasst, um sicherzustellen, dass sie gut sitzt und das korrekte Bissmuster hat. Nach der Installation der Zahnbra 1/4 CKI A1/4 SN sie möglicherweise einige Tage lang eine Anpassungszeit durchlaufen, um sich an das neue Gefahr 1/4 Heil in ihrem Mund zu gewahrnehmen. Es kann anfangs etwas ungewohnt sein, mit der Zahnbra 1/4 CKI zu sprechen und zu kauen, aber mit der Zeit werden sie sich daran gewahrnehmen und sich wieder normal FA 1/4 lernen. Es ist wichtig, dass sie ihre Zahnbra 1/4 CKI gut pflegen, um ihre Lebensdauer zu wählernähren. Eine gute Mundhygiene, einschließlich regelmäßiger Mundspa-Einviertelungen und Zahnseide, ist entscheidend, um Zahnfleischenzer-Einviertelendungen und Karies unter der Bra-Einviertel-CKI zu vermeiden. Regelmäßige Besuche beim Zahnarzt zur Au-Überwachung der Zahnbra-Einviertel-CKI sind ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt und keine Probleme verursacht. Insgesamt sind Zahnbra 1/4 Zeten eine beliebte und effektive Option FA 1/4 R Menschen mit fehlenden ZA-Nienen. Sie bieten eine dauerhafte Lassung, um das Erscheinungsbild des Mundes zu verbessern und die Funktion beim Kauen und Sprechen wiederherzustellen. Wenn Sie Interesse an der Installation einer Zahnbra 1/4 CKI haben, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A 1/4 BER Ihre Optionen und lassen Sie sich beraten, ob dies die richtige Lassung FA 1/4 R sie ist. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass Zahnbra 1/4 Zeten eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung von fehlenden ZA-Nienen spielen. Durch sorgfältige Planung und Installation kann in Zahnbra 1/4 Zeten dazu beitragen, das Selbstvertrauen und das Wohlbefinden der Patienten zu steigern. Wenn Sie weitere Fragen zur Installation von Zahnbra 1/4 Zeten haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren Zahnarzt zu wenden und sich A1/4 BER Ihre Möglichkeiten zu informieren.